Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf Vato Gaming und heute schauen wir uns den letzten Sneak Peek an, sowie auch den Sneak Peek von gestern. Fangen wir doch erstmal kurz mit den Pets an, oder? Das ist doch das Geilere. Meet the Hero Pets. Also ja, es ist offiziell, es kommen Clash of Clans Haustiere. What? Jetzt denkt man sich erstmal, okay, was soll das jetzt sein? Einfach so Skins oder was? Nee, tatsächlich gibt es 4 Haustiere für 4 Helden, also jeder Held kriegt dann sozusagen Haustiere. Man kann das dann auch später umentscheiden, welches Haustier zu welchem Helden geht. Aber es gibt 4 und so hätten wir das magische Einhorn, die elektrisierende Eule, den Päckerhund Lassie und das Yak, das mächtige Yak. Und ja, und dazu gibt es ein neues Gebäude für Rados 14, also die Helden, die Heldenhaustiere sind nur für Rados 14. Und das ist sozusagen das neue Gebäude. Man sieht hier Level 1, Level 2, Level 3, Level 4. Also bei Level 1 kriegt man halt Lassie, bei Level 2 die Eule, bei Level 3 den Yak und bei Level 4 dann das Einhorn. Da seht ihr auch dann die Upgrade-Kosten. 15 Millionen Elixier für Level 1, 17,5, 18,5, 19,5. Naja, ist normal. Sind ja nur 4 Level, also es ist noch okay, könnte man hinkriegen mit ein paar Runen oder Hämmern. Dann die Upgrade-Zeit, okay. Naja, ist jetzt nicht allzu viel. Aber an die denken die, das ist schon sehr, sehr viel Loot. ist wirklich einfach komplett insane, was sich da Supercell gedacht hat. Ja, also diese Pets kann man dann nehmen. Können wir uns da nicht ein Video anschauen? Ja, let's go. Schauen wir uns doch erstmal ein Video an. Naja, ich muss dann auch schauen, dass ich dann vielleicht den Sound mal kurz anmache. Das wird jetzt wahrscheinlich richtig laut sein, aber sorry. Also wie ihr das sehen könnt, kann man hier bei dem Pet House sozusagen die Helden zuweisen. Man kann die Tiere zu den Helden zuweisen. Und das ist auch ziemlich interessant. Sieht es aus. Und die gehen, jedes dieser Tiere geht bis Level 10. Es wird einfach krank. Aber schaut euch erstmal das Video an, damit ihr wisst, was die überhaupt machen. Also greifen die sozusagen für die Helden an. Was ziemlich cool ist. Ja. Lassie, der High Jumper. Und er kann über Mauern springen. Das ist die Elektro-Eule. Die kann, glaube ich, 2 Gebäude treffen, so wie der Elektro-Rache mit dem Elektro-Hit oder dem Blitz. Dann haben wir das Einhorn. Der Personal Heiler. Ziemlich cool. Der kann auch Luft heilen, also den Warden. Aber halt nur Single-Target, also nur ein Held. Und das ist der Yak, der mächtige Yak, der sozusagen die Mauern zerstören kann. So wie ein Mauervernichter ein bisschen. Ja, ab Rados 14 verfügbar. Das ist doch mal interessant. Gehen wir wieder zurück zu Clash of Clans. Und ja, ich muss sagen, das sah doch eigentlich ganz nice aus. Ich meine, es kommen Helden, das ist richtig cool. Heldenhafte Haustiere. Und man kann jetzt sozusagen richtig krasse Strategien damit machen. Hier gibt es dann auch noch verschiedene, Guides von den ganzen YouTubern. Aber was ich euch sagen will, es wird mega teuer. Denn die Tiere gehen halt bis Level 10. Und du gradest die halt mit Rathaus, mit dunklem Elixier ab. Und das Ding ist, jedes davon gradest du mit dunklem Elixier ab und jedes davon geht bis Level 10. Ich habe das bei jetzt mal gesehen. Ich glaube, für das Einhorn braucht man mindestens 2,5 Millionen Dunkles. Also, what? Also ich glaube, insgesamt sind wir irgendwie so bei 10 oder 15 Millionen Dunkles. Und das nur für die Tiere. Wir haben ja noch die Helden-Upgrades. Also das ist mal das teuerste Update, was es je gab bei Clash of Clans. Also falls Trimax das mal streamen sollte, wie es ja manchmal macht bei den neuen Updates, und dann alles an Tag 1 kauft, dann viel Spaß. Das wird teuer. Und dann haben wir natürlich noch das Sneak Peek von gestern, die Battle Builders. Manche kennen es ja wahrscheinlich schon oder haben es auch schon gesehen von Clash of Clans. Die Bauarbeiterhütten können sich jetzt selbst verteidigen. Und die können noch eine andere Sache, und zwar Gebäude heilen. Ich zeige euch das dann auch noch gleich. Und zwar
kann man das auch erst ab Rathaus 14 freischalten. Schade, ich hätte gedacht, das könnte man auch schon so ab Rathaus 9 oder 10 freischalten. Wäre jetzt eigentlich nicht so schlimm gewesen, aber naja. Ich glaube, man geht eher davon aus, dass man das ja erstmal für Juwelen kaufen muss. Das heißt, das ist jetzt so eine Sache, die man nicht unbedingt sofort bekommen kann. Also nicht jeder hat jetzt unbedingt 5, weiß ich, Bauarbeiter, wenn er Rathaus Level 8 oder 9 ist. Da muss man ja noch ein bisschen warten, bis man die Juwelen hat. Aber wenn man Rathaus 14 ist, glaube ich schon, dass man dann die Juwelen zusammen hat, die 5 Bauarbeiter zu bekommen, und dann passt es. Der Meisterbauarbeiter gehört nicht dazu, nur so. Hier seht ihr dann noch die Stats, also könnt ihr gerne mal auf Pause drücken. Und ja, wir können uns auch mal das Video dort anschauen. Einfach nur komplett krass. Also, die verteidigen nicht nur, sondern die reparieren auch noch umliegende Gebäude. Das zeige ich euch noch gleich. Battle Builders. Und wir gehen bis Level 4. Und hier seht ihr das. Dieses Ding, das ist wie ein Mini-X-Bogen und das schießt Nägel. Mega witzig. Und der Bauarbeiter, der heilt einfach die Gebäude. Was? Was ist das? Die heilen einfach die Gebäude. What the hell? Das ist komplett OP. Stellt euch vor, 5 Bauarbeiter auf das Rathaus. Zwar ist es so wie bei den Heilern, wenn ihr zu viele davon habt, dann stackt sich das nicht ganz gut. Also muss man da aufpassen. 2 oder 3 Bauarbeiter sollten schon ausreichen, aber wenn man die auf das Rathaus tut, das wird auch komplett OP. Alle Bauarbeiter auf das Rathaus und vielleicht noch auf den Scatter und die Adlerartillerie. Und dann hast du eine unbesiegbare Base. What the hell? Das ist so stark. Das ist so stark. Ich finde das richtig cool. Es ist einfach mal was komplett Neues. Und jetzt wird man nicht diese Bauarbeiterhütten haben, die immer so außen an der Base sind oder manchmal auch ganz so in der Ecke, wo man dann halt die 99-prozentigen Two-Star hatte. Jetzt werden die einfach in der Mitte der Base sein. Also das ganze Base-Building-Konzept wird nochmal neu sein. Und ich finde es auch gut, dass man jetzt 25 neue Mauerstücke bekommt bei Rathaus 14. Denn man muss ja jetzt die Bauarbeiterhütten auch noch in die Base reintun. Und weil man hatte sie halt safe nur draußen. In seltenen Fällen innen, aber meistens halt immer draußen. Deswegen finde ich das schon mal gut. Was ich nicht so gut finde, die Map bleibt immer noch genauso groß wie davor. Obwohl wir 25 neue Mauerstücke haben, plus ein neues Gebäude. Und auch noch eine neue Statue. Die wurde da, glaube ich, gezeigt. Aber die ist sogar kostenlos. Warte, wo kann man das sehen? Ich habe ja doch diese Base aktiv. Genau, hier. So sieht die Base aus, wenn man alle Statuen, Flaggen, Fallen, Mauern und so weiter platziert. Mir fehlen da natürlich noch diese 3 goldenen Schweinestatuen von Februar 2018. Oder 19, bin mir jetzt nicht sicher. 2019. Da habe ich das leider verschlafen, die nicht bekommen. Aber ansonsten, ja, das weiß ja noch nicht mal alles. Es gibt ja noch im Liga-Shop hier Statuen. Also noch 2. Master-Statue und Champion-Statue. Und wenn ich die platziert habe, dann habe ich auch nicht mehr so viel Platz. Und jetzt kommen noch 25 neue Mauern dazu. Plus ein neues Gebäude. Und so dieses Begleitergebäude. Also, es wird sehr eng und knapp. Und ich glaube, das ist dann auch das 100. Gebäude in Clash of Clans. Das heißt, jedes Gebäude gibt dir genau 1%. Das Ding ist, wenn sie noch ein weiteres Gebäude hinzufügen, das man dann 101 hat, sagen wir mal bei Rados 15, dann müssen ja theoretisch 2 Gebäude einen halben Prozent ergeben. Oder gilt das eine Gebäude dann als kein Prozent? Also das sind zu so Fragen, da frage ich mich so, was werden die da machen? Da müssen sie sich wahrscheinlich was ausdenken. Ich gehe mal davon aus, dass man dann zum Beispiel, was weiß ich, sagen wir mal, 3 Bogenschützentürme zu einem Mega-Bogenschützenturm umformen kann. Das wird am meisten Sinn machen. Aktiviert gerne die Glocke, Kanal abonnieren, Like da lassen und nächstes Video nicht verpassen. Bis dann, Leute. Ciao. We'll be right back.